Ja, ich habe den Skin halt mir aus dem Workshop runtergeladen. Ein kleiner Imposter. Wer hätte gedacht, dass 18 Löcher im Körper zu haben nicht tödlich enden musste? Irgendwie war Imposter zurück in der Stadt und bereit, seinen Abenteuer eine neue Chance zu geben. That's sus. Ja, hier gibt es auch Charaktere, die man sich runterladen kann. Imposter Sauce. Sass. Mist. Hier geht's aber eventuell zum Drachen. Ja, hier geht's zum Drachen. Hier durch. Imposter Event. Event. Ganz genau. Okay, die Röhre ist jetzt zu. Können wir nicht mehr hin. Können wir den Drachen vielleicht von hinten? Sehr schön. Imposter hat den Drachen erschlagen, seinen legendären Schatz gefordert. Aber da er den Weg zur Oberfläche nicht finden konnte, ruht er sich jetzt wie alle anderen vor ihm in der Knochengrube aus. Aha, Monsterjäger. That's sus. Okay, 8 Jahre später. 46%. Das Vermögen von Onkel Imposter konnte nie gefunden werden, aber sein legendäres Schwert wurde als Erinnerung seiner Leistung in seinem Haus aufbewahrt. Yay! Imposter Junior, der seinem Onkel folgen will, beginnt eine neue Suche. Ach süß! Wir sind Junior. Jetzt kann man mal den Namen ändern. Wo können wir den Charakter anpassen? Jetzt können wir im Menü draußen. Müssen wir mal kurz das Spiel verlassen. Hier. Batman haben wir hier noch. Ein anderer Among Us-Ding. Batman können wir noch spielen. Batman. Okay, Millennial. Verdammt. Das Ending haben wir aber jetzt, oder? Den Drachen besiegt. Monsterjäger. Ach, 8 Jahre später. Hatten wir schon. Imposter Junior Junior. Okay. So. Zwergi Junior ist das jetzt. So, sehr schön. Und das Schwert. Müssen wir nicht immer da hochrennen. Das erspart uns den Weg. Mal gucken, ob wir hier irgendwie vorbeikommen. Dann müssen wir vielleicht irgendwie. Da mal aufs Dach sind wir auch noch nicht gekommen. Können wir vielleicht jetzt ohne das Schwert einmal reingehen? Vielleicht können wir dann höher springen. Die können wir uns vielleicht durchgraben mit der Schaufel dann. Wäre eine Idee. Nein, muss in die Lava fallen. Bitte nicht. Schon mit gegen den Strom, schon mit dem Strom. Ist hier nicht gedacht. Das ist wahrscheinlich unter dem Ding ganz tot in die. Der Laden. Eine Waffe. Da ist die Schrotflinte. Okay, wir haben eine Schrotflinte.
Moment, können wir damit da schießen? Es gibt bestimmt auch nochmal ein extra Ending. Okay. Achso, ich wollte mal auf die andere Seite hier. JS-Anti-Diebstahl-Brücke, rufe 555-0102 an und hol dir dein eigener. Okay. Und das ist hoffentlich keine echte Nummer. Echte Nummern sind länger, oder? Das ist. Kannst du zum Glück hier nicht einfach drüber springen. Waffe im Inventar. Okay, ich kann da wirklich nicht rüberspringen. Auch für die Kanone. Vielleicht können wir jetzt den Dunklen Lord besiegen. Wenn wir den mal finden. Mit der Kanone. Das Mimik töten oder so. Wenn wir schon mal hier sind. Das können wir mit der Waffe machen. Ein bisschen Schrotflinte mit dabei. Okay, komm mal. Haben wir Schaufel mit dabei? Nee. Kann man nicht durch. Ein Greifhaken haben wir auch nicht mit dabei. Alles vergebens. Wir sind auch gefangen. Verdammt! Muss gleich selbst erschießen. Das war die Chance. Okay. Ja, hat man schon mal gemacht. Nach der Erinnerung. Die Waffe haben wir jetzt nicht mehr. Ich war mir sicher, da gab es ein Ending mit. Das Schaufeln müssen wir immer probieren. Da gibt es ja eine Schaufel, da gibt es ja eine Seher, da das da Erde ist, durch die wir uns schaufeln können. Es war auch ein Ende. Zwecki Junior hätte sich nicht mit diesem Huhn anlegen sollen. Die riesige Hühnerfamilie kam schnell und verschlang unseren Helden. Leg dich nicht mit Hühnern an. In 63 von 100. Schön. Oder nicht schön. 9 Monate später. Jahr 27, Tag 33. Die DNS von Zweigi Junior drang in eine dieser Hühnerzellen ein und wurde an eines ihrer Eier weitergegeben. Einige Zeit später wurde ein süßer Hybrid geboren. Oh! Ein Entchen! Dagobert. Das Schwert haben wir hier, vielleicht können wir ja mal versuchen ohne Schwert. Können wir ja bestimmt weiter hoch springen. Ah ja, hier. Jetzt können wir da hoch. Das haben wir noch nicht gemacht. Gibt es bestimmt auch noch Endings.
Dagobert sprang in den Schornstein, bereit den Geist von Weihnachten zu teilen und Kopien von Revenger zu verschenken. Alle haben das Spiel geliebt und eine 11 von 10 Bewertung hinterlassen. Unterschwellige Botschaft. Ah ja, 30 von 100. Sehr schön. Nur 43% der Leute sind wir so weit gekommen. Oh, ich bin Santa. Nachdem Dagobert überwältigende Kritiken von allen über sein Spiel erhalten hatte, war er voller Motivation und bereit für eine neue Quest. Ich bin Weihnachtsmann. Santas Haus. Wir müssen da nochmal hoch. Wir müssen jetzt. Wir wissen, wo das so springen können. Das Spiegel näher gelb. Kommen da irgendwie rein. Von der anderen Seite. Vielleicht. Oha, da ist Mr. Hux. Oha, Mr. Hux befreit die verborgenen Kräfte der Liebe, verbietet aber die Anwendung von Gewalt. Jetzt können wir Leute umarmen, das habe ich gesucht im letzten Stream. Unmittelbar nach der Adoption von Schrödinger füllte Santa sein Herz mit der Liebe von Mr. Katzen. Leider füllte er auch seinen Rachen mit Haarballen und erstickte schließlich in seinem Bett. Ja, Ende 11. Ach, das war Miau. Sehr schön. Jetzt werden wir erstmal alle umarmen. Jede Katze im Königreich weinte um den Verlust von Santa. Schrödinger schwor, seinen Willen zu übernehmen und bereitete sich auf ein neues Abenteuer vor. Schrödinger! Wir sind jetzt Schrödinger, wir haben den Willen übernommen. Schrödingers Katze. Nee, Schrödinger selbst. Schrödingers Haus. Oh, das sind überall Katzen. Wie süß. Wie das Spiel auch nach manchen Endings einfach. Die Wache liegt da immer noch vor dem Tor. Die Wache da einfach. Das Spiel einfach Sachen da lässt. Wach umarmt. Schrödinger sprang in die Arme der Wache. Oh nein, landete aber auf dem Speer, den er führte. Die Wache bewegte sich keinen Zentimeter, als das Herz von Schrödinger aufgespießt wurde. Wie professionell. Gebrochenes Herz. Oh nein. Wie traurig. 41% aller Helden sind so weit gekommen. Oh. Solche kraftvollen Sprungfähigkeiten können manchmal lästig sein. Schrödinger korrigierte seinen Übereifer und machte sich wieder bereit für das Abenteuer. Ach, mit Sperm. Ach du Scheiße. Okay, Zweige am Stiel ist aus. Wir umarmen weiter, Leute. Das nächste ist der König, würde ich sagen. Den Gegner müssen wir auch noch umarmen und so. Und Hinweis. Mr. Axe.
Also können wir auch ohne Schwert jetzt ins Abenteuer gehen. Könnte ich umarmen. Zwing am Stier sprang in die Arme des Königs und gab ihm einen epischen Kuss. Alle im Raum fühlten sich unbehaglich und unsicher, was sie tun sollten. Sie gingen langsam davon, um den Monarchen etwas Privatsphäre zu geben. König der Herzen. Oh. Sehr schön. Dunklen Lord können wir bestimmt auch noch irgendwann umarmen. 6 Tage später. Wenn wir den mal finden. Haben wir ihn noch gar nicht gefunden. Sven am Stier war jetzt die Königin des Reiches. Aber das bedeutete nicht, dass er seinen guten alten Heldenjob aufgeben konnte. Oh, ich bin die Prinzessin. Den hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Prinzessin Zwergi. Königin Zwergi am Stiel. Königin Zwergi.